Und damit, hallo meine lieben Freunde, willkommen zur weiteren Folge von mir hier auf meinem Kanal. Ich mache wieder mal den Triple Time Action, aber das ist okay. Ja, und heute mal zum kleinen Retalk Video. Und zwar, will ich jetzt mal sagen, was mich über YouTube nervt. Und zwar, ihr wisst ja, ich mache meine Videos, ich stecke sehr viel Zeit in meine Videos rein. Und ich glaube, das merkt man auch. Also ich muss halt aufnehmen, dann schneiden, dann bearbeiten nochmal, zwischendurch jedes Mal rendern. Also, ne? Und das dauert halt nicht mehr wirklich sehr viel Zeit. Also für jedes Video brauche ich so 4-5 Stunden ungefähr. Für Videos wie Civil Mobile Edits brauche ich 6 bis 7 Stunden teilweise, was extrem krank ist. Und das überlegt man, das alles dann noch auf dem Handy, ja. Also ich habe keinen guten PC, der es aber schaffen kann. Und es ist halt schon extrem schwer, das für mich so zu machen. Dann ist halt die Sache so, es schaut sich halt keine Sau an. Ja, das nervt mich halt schon extrem, es ist halt schon längere Zeit, dass ich halt so viel Mühe in meine Videos reinstecke, aber ich halt so gut wie keine Klicks machen, ich so gut wie keine Klicks mache und halt, ja, meine Abos auch weniger werden anstatt mehr. Also mir geht es halt jetzt nicht nur um Abos so, aber mir geht es halt darum, dass wenn ich halt so viel Arbeit in meine Videos stecke, dass halt sich auch Leute angucken, ja, was halt zurzeit nicht wirklich der Fall ist. Ich weiß, jeder aus der YouTube-Gruppe hatte mal so eine Down-Phase, aber Bro, das ist bei mir schon keine Phase mehr. Mein Kanal ist einfach so gut wie tot. Das ist extrem nervig. Und dabei versuche ich schon, meinen Kanal so relativ professionell wie möglich zu halten, also halt mit einer einheitlichen Farbe. Bei mir ist es lila. Die Thumbnails sehen alle relativ einstimmig aus. Ich habe Wiedererkennungswert. Ich gebe halt alles dafür, um halt, keine Ahnung, irgendwie, damit mein Kanal übrigens gut aussieht und auch aufgeräumt, sage ich mal. Aufgeräumt ist ein richtiges Wort dafür. Und ja, dann finde ich es einfach scheiße, wenn sich halt trotzdem niemand meine Videos anguckt. So. Vor allem, auch wenn meine Videos relativ massentauglich sind, wie zum Beispiel Leak-Videos von Brawl Stars oder halt irgendwelche Edits, die man sich halt zwischendurch mal reinziehen kann. So. Die halt auch extrem krass bearbeitet sind und geschnitten und die halt, wie gesagt, extrem viel Arbeit zu fressen. Und dann schaut sie einfach keiner an. Und ich finde halt für quasi nichts ist diese Arbeit auch nicht wert. Das Problem ist aber, wenn ich halt aufhören würde, so viel Arbeit in meine Videos reinzustecken, ja, dann wäre das halt nicht mehr ich. Also, dann wäre es halt schlechte Qualität und es wäre langweilig zu anschauen und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ja, schreibt mir bitte am besten mal in die Kommentare, was ich irgendwie besser machen kann oder so. Die Sache ist, ich kann nicht streamen, ja, ich habe Schule und alles sowas. Also, ich kann schon mal nicht vormittags streamen, weil ich habe Schule und so. Dann habe ich nachmittags, muss ich ja noch. Wie dumm ist das anhört, aber ich muss ja auch noch, keine Ahnung, in meinen Spielen, die ich halt privat spiele, noch vorankommen. Das sind halt Brawl Stars und, okay, Brawl Stars vernachlässigt gerade so ein bisschen, aber sind halt so COD zum Beispiel, wo ich auch noch vorankommen und so. Und ja, Streamingzeit nachmittags. Wann soll ich streamen? Henno 18 Uhr, Raho 17, 18 Uhr, 16 Uhr, keine Ahnung, Mikachu irgendwann dann noch, dann kommt noch Feuerdolch. Ich kann ja nicht streamen. Ich habe keine Zeit dazu. Deswegen, ja, schreibt mir am besten in die Kommentare, was ich besser machen kann. Und das war's mit dem Video. Ciao.